Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen, hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Freitag, den 6. Oktober. Heute dabei Snapchat, Instagram Stories, Amazon, Deutsche Bahn, Apple, Netflix und Amazon Prime Now. Beginnend tue ich mit einem kleinen Nachschlag zur gestrigen Vorstellung der ganzen Google Pixel Produkte. Da ist, nicht unbedingt Untergang, aber ich habe es gestern nicht angesprochen, eine kleine Vorstellung im Rahmen des Pixel Books passiert. Ja, und zwar wurde dort Snapchat vorgestellt. Snapchat für das Pixel Book. Ja, also, man weiß jetzt nicht unbedingt, was das für einen Sinn macht, aber jedenfalls bastelt Snapchat eine individuelle App für das Pixelbook, die darauf laufen soll. Ja, zwar könnten Android-Apps auf Chromebooks eh laufen und das würden auch auf Snapchat zutreffen, aber sie arbeiten zusammen und stellen was Neues vor und inwiefern das Sinn macht, wie gesagt, muss jeder für sich selber entscheiden, aber ein kleiner Nachtrag in Sachen Google, Pixelzeugs und Snapchat. Gehen wir mal zur großen Konkurrenz von Snapchat und zwar zu den Instagram Stories. Dort gibt es seit kurzem jetzt in den USA die Möglichkeit, seine Instagram Story nicht nur in die eigene Story zu posten, sondern auch cross zu posten in seine eigene Facebook Story. Das Gesamte wurde schon in Portugal getestet letzten Monat und jetzt wird es anscheinend ausgerollt in Amerika. Also nur noch via Instagram eine Story aufnehmen und gleichzeitig Instagram Stories und Facebook Stories bespielen. Ist prinzipiell eine schöne Sache und macht auch Sinn, denn oft ist es ja so, dass viele auch gerade auch bei Snapchat, aber auch bei Instagram einfach ihre Stories abspeichern und dann auf den anderen Kanälen hochladen, was jetzt nicht unbedingt die beste Qualität ist und so wird zumindest 1:1 und zeitnah beide Kanäle bespielt und ja, müsst ihr gucken, ob ihr da Spaß dran habt. Und ob ihr es nutzen möchtet. Was ihr eventuell nutzen werdet in Zukunft, ist ein Lieferdienst von Amazon. Und Amazon benutzt ja durchaus ganz normale Lieferdienste, UPS, FedEx oder DHL oder Hermes. Und die haben sich eine kleine Infrastruktur gebaut und das führt jetzt dazu, dass sie ihren eigenen Lieferdienst einsetzen. Das Gesamte findet durchaus schon statt, und zwar in Indien. Aber jetzt starten die wohl auch in Amerika und mich würde es nicht wundern, wenn das Ganze auch mal demnächst in Europa stattfindet. Dann kontrolliert Amazon die komplette Bestellkette und das macht natürlich absolut Sinn für die Firma. Die Deutsche Bahn. Die Deutsche Bahn testet leuchtende Bahnsteigkanten. Klingt erstmal ein bisschen schräg, macht aber durchaus Sinn. Denn die leuchtenden Symbole im Boden sollen den Fahrgästen die Zughalteposition anzeigen, die Länge des Zuges sowie sogar die Auslastung. Also durchaus, sag ich mal, smarter Boden, wenn man es so nennen möchte. Und das gesamte System wurde bereits in Berlin getestet. Und jetzt im November wird auch Stuttgart, also ein Bahnhof in Stuttgart, damit ausgestattet. Und es ist, finde ich, auf jeden Fall ein spannendes Thema, wo man mal drauf gucken kann, auch einfach im Kontext, dass die Deutsche Bahn anscheinend wirklich mit ihren Daten mal was anfangen möchte. Das finde ich gut und ja, Daumen hoch würde ich mal sagen. Ja, kommen wir zu Apple. Apple hat ein neues Startup gekauft und zwar init.ai und das ist ein Startup, was einen Kundendienst-Chatbot betreibt, also nicht nur ein simples Chatbot, sondern eher einen smarten Chatbot, der auch vergangene Gespräche mit in Kontext zieht und dann eben nicht nur einfache und simple vorgefertigte Antworten gibt. Tja, und jetzt vermutet man, dass der Chatbot natürlich ein guter Kollege für Siri wäre und dass man das dort integriert. Tja, es bleibt spannend. Ich persönlich bin ja immer noch kein guter Freund von Siri geworden, aber auch im Rahmen, dass iMessage mit dem Business Messenger verknüpft ist, könnte das eventuell auch sogar Sinn machen. Also schauen wir mal. Netflix, die haben jetzt still und heimlich die Preise erhöht. Und zwar, wir dachten erst für Neukunden und anscheinend nicht nur für Neukunden, sondern jetzt wohl auch für Bestandskunden, die demnächst wohl eine E-Mail bekommen, dass
Basisabo bleibt zwar immer noch 7,99 €, aber das Standardabo wurde um 1 Euro erhöht, und zwar von 9,99 € auf 10,99 € und das Premium-Abo sogar um 2 Euro, denn das war bislang 11,99 € und schlägt jetzt mit 13,99 € zu Buche. Ja, Netflix begründet das natürlich dadurch, dass sie halt auch eigene Inhalte produzieren und das angepasst werden müsste. Ich finde im Prinzip halt, ja, okay, kann man mit leben. Die Preise sind immer noch vollkommen okay und im Rahmen meiner Meinung nach. Und ja, auf jeden Fall ist Netflix da den Euro mehr oder die 2 Euro mehr wert in meinen Augen. Falls ihr anderer Meinung seid, hinterlasst uns doch einfach mal einen Kommentar in den Shownotes. Also nicht in den Shownotes, sondern hinter den Shownotes unter der Folge. Tja, wenn wir schon bei Preiserhöhungen sind, Amazon Prime Now hat auch die Preise angepasst. Amazon Prime Now, also nicht Amazon Prime, sondern Prime Now, die gibt es derzeit in Deutschland nur in München und in Berlin. Und dort kann man sich Ware innerhalb von 1- und 2-Stunden Fenstern liefern lassen. Bislang war die Lieferung kostenlos, wenn man das 2-Stunden Fenster benutzt hat. Und im 1-Stunden Fenster wurden 6,99 € fällig. Der Mindestbestellwert waren 20 Euro. Jetzt wurden Preise angezogen, und zwar innerhalb des 1-Stunden-Fensters werden statt 6,99 € 7,99 € fällig. Und wenn man in dem 2-Stunden-Fenster beliefert werden möchte, kostet es 3,99 €. Das alles für Bestellungen unter 40 Euro. Und für Bestellungen über 40 Euro ist es dann wieder kostenlos. Ja, ich bin gespannt, wenn da mal mehr Städte kommen, dann wird es weitaus interessanter. Bis jetzt ist das halt einfach nur für Berlin und München valide und von daher einfach eine Information für unsere Zuhörer in Berlin und München. Und damit war es das auch schon. Ich wünsche euch ein tolles Wochenende und ich hoffe, ihr hört am Montag wieder rein und dann ist der Jan für euch da mit dem Geek Talk Daily. Ansonsten, wenn ihr unseren Podcast mögt, hinterlasst uns doch auch gerne eine Bewertung, am allerliebsten auf iTunes. Bewertet uns damit 5 Sterne, wenn er uns gut findet. Wenn er uns schlecht findet, gebt uns einfach auch 2 oder 3 Sterne. Aber lasst uns einfach mal Feedback hören und wir freuen uns darüber. Ansonsten, wie gesagt, schönes Wochenende. Wir hören uns dann demnächst wieder. Ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.